Simbring verabschiedete sich heute Nacht aus Bad Hersfeld mit Pauken und Trompeten. Sie ist so verschroben altertümlich, dass man sie nicht mehr missen möchte. Die Hersfeld-Fanfare vor Beginn jeder Vorstellung. Gestern vor der letzten dieser Spielzeit und vor der letzten der Intendanz Volker Lechtenbrinks. Mit der Rocky Horror Show inszenierte er auch seinen fulminanten Abschied. 32.500 Zuschauer haben das Musical in 22 ausverkauften Vorstellungen erlebt. Ein keineswegs vorhersehbarer Erfolg. Erfolgreiches Theater ist volles Theater, sagt Lechtenbring, der auf den Rekordbesuch von 100.300 Zuschauern verweisen kann. Der Gesamtetat von 5,8 Millionen Mark ist nach 70 Aufführungen der 5 verschiedenen Stücke zu 2/3 wieder eingespielt worden. Ein Resultat, von dem die meisten staatlich subventionierten Bühnen nur träumen können. Wenn Sie nun gehen, sind Sie auch ein wenig enttäuscht? Wovon? Dass es nur 3 Jahre waren? Nein, um Gottes Willen, nein. Oder vielleicht von den politischen Gremien dieser Stadt? Das sind noch keine politischen Gremien, das sind noch Leute, die noch üben. Das wird der Bürgermeister aber nicht gerne hören. Der übt am meisten. Wenn sich aber die Stadt meint, sich einen Mann leisten zu können, der von nichts eine Ahnung hat, aber alles gerne bestimmen möchte, dann soll die Stadt mit diesem Mann leben.